Kennst du das? Du sitzt in deinem Arbeitszimmer, was für Video völlig ungeeignet ist, weil alles in dem Zimmer hallt, und denkst dir, hey, wäre mal wieder Zeit für ein bisschen Inspiration zum Thema Fotografie, mal schauen, was andere YouTuber so machen. Nur um dann festzustellen, okay, was ist in meiner Tasche? Was ist in meiner Tasche? Wie bediene ich meine Kamera? Also quasi das, was in dem Handbuch der Kamera steht, okay. Bedienung, Anfänger. Wie nehme ich mein Paket vom Postboten entgegen? Wie gebe ich möglichst viel Geld für Ausrüstung aus? Empfehlung. Das muss nicht sein. Benutze doch einfach Filterfunktion. Denn mit der Filterfunktion kannst du abonnierte Kanäle, große Namen und alles, was dich überhaupt nicht interessiert und immer gleichen Konzepten entspringt, rauswerfen. Was zum Teufel? Unverbrauchte Fotografen ohne Affiliate-Links? Unverbrauchte Konzepte? Nicht schlecht. Das ist... Okay, DSGVO vielleicht auch noch ausblenden. Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass YouTube so bunt sein kann.